zwei freien Tagen sind wir dann oben mit einem Krafttraining gestartet, bisschen voraktiviert fürs Training, weil es doch jetzt schon ein bisschen knackiger war, und sind dann rausgekommen, haben uns warm gemacht, haben eine 6 gegen 6 Form gespielt auf Ball halten und am Ende dann noch eine Tschechenrollenform, wo es dann auch nochmal 4 Durchgänge gut zur Sache ging, und ich glaube, es war ein sehr gutes Training heute. Ich denke, es war wichtig, dass wir jetzt mit dem Halle-Spiel den Turnaround geschafft hatten, endlich diese blöde Serie beendet haben und dann jetzt gegen Preußen auch ein gutes Spiel gemacht haben und nachgelegt haben. Aber genau da wollen wir jetzt auch anknüpfen. Also wir wollen jetzt nicht weniger machen, wir wollen eher noch einen Schritt mehr gehen. Wir wissen die letzten 6 Spiele, jetzt geht es nochmal zur Sache, und da wollen wir auf jeden Fall mehr machen und auch im Training immer Vollgas geben, dass wir für die Spiele gut gewappnet sind. In der dritten Liga ist jedes Spiel ein Spiel für sich. Ich denke, die Länderspielpause hat uns ganz gut getan, um auch einfach mal wieder runterzuschalten, den Kopf auszumachen ein paar Tage, aber trotzdem hart zu trainieren, an den Defiziten, die wir vielleicht in der Phase hatten, gut zu arbeiten. Das haben wir sehr gut gemacht. Und dann war es wichtig, einfach wieder gegen Halle die Basics auf den Platz zu bekommen, die sehr gut zu machen. Das haben wir geschafft, und jetzt in Preußen auch. Von da denke ich, ist das Ding, was uns so ausgemacht hat. Ja, Länderspielpause wurde von der Mannschaft genutzt, um die Akkus aufzuladen. Du persönlich hattest ein Highlight bis zur U20-Nationalmannschaft nach Valencia gereist. Kannst du uns noch mal ein bisschen Einblicke oder uns ein bisschen mitnehmen in die Zeit bei der U20-Nationalmannschaft? Ja, also erstmal habe ich mich mega über den Anruf von Hannes Wolf gefreut gehabt, wo ich danach gerückt bin. War für mich persönlich eine sehr aufregende Woche mit vielen coolen Erfahrungen. Auch einfach mal mit den besten Jungs in seinem Alter sich zu messen, zu schauen, wie es da so abgeht. Dann auch 2 sehr positive Testspiele gegen Frankreich gehabt, mit meinem Länderspieldebüt gleich von Anfang an noch 3-1 gewonnen und dann das zweite Spiel auch 4-4. Das war ein bisschen wilder, aber für mich persönlich war das eine mega Erfahrung, hat total Spaß gemacht und bin sehr dankbar, dass ich das so mitmachen durfte. Wochenende kommen die Münchner Löwen. Ausverkauftes Haus im Jahnstein in Regensburg. Wie groß ist deine Vorfreude auf das Spiel? Ja, mega. Allein, ich glaube, das erste Mal für mich hier auch vor ausverkauftem Haus zu spielen. Freue ich mich mega drauf, auf unsere Fans, auf die Stimmung, auf die Atmosphäre, aber auch auf das Spiel. Ich denke, es wird ein hitziges Spiel. Viele Zweikämpfe. Ich denke, der es mehr will, wird das Spiel auch gewinnen. Und gerade auch im Rückblick auf das Hinrundenspiel, wie wir das gezogen haben, das macht einfach Lust auf das Rückspiel jetzt.